Das Drama rund um die Beziehung von Moritz und Luis scheint bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten ein Ende zu finden. Luis macht Schluss, doch Moritz kann das nicht akzeptieren. Bereits seit Wochen steht die Beziehung von Moritz, Lennart Borchert, und Luis, Mark Weinmann, bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten auf der Kippe. Luis hat sich offensichtlich in seinen Schwarm Adam, Lukas Sauer, verguckt und will es nicht wahrhaben. Moritz versucht ebenfalls das Offensichtliche zu verdrängen. Eine gemeinsame Nacht zwischen Adam und Luis lässt aber keine Zweifel mehr daran, dass sich der Student in einen anderen Mann verliebt hat. Moritz will von Luis eine Entscheidung, Adam oder er. Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 8112 vom 24. September, damit hat Moritz nicht gerechnet. Luis macht tatsächlich Schluss. Das meinst du jetzt gerade nicht ernst? Fragt er seinen Ex-Partner. Doch der kann an seiner Entscheidung nichts ändern. Moritz fällt in ein tiefes Trauerloch und kann über nichts anderes mehr nachdenken. Auch die Arbeit lenkt ihn nicht ab. Auch Luis geht es schlecht. Denn er kommt nicht damit klar, wie er die ganze Situation gehandhabt hat, und ihn plagen Selbstzweifel. Seine Wut über sich selbst lässt er bei Kumpel Jonas, Felix van Deventer, aus. Ich mache alles kaputt. Mo ist total fertig. Und Adam? Erst tue ich so, als ob ich ihn nicht kenne. Dann schlafe ich mit ihm. Dann kann ich mich nicht entscheiden und halte beide Tage lang hin. So bin ich nicht. Ich finde mich selbst total ätzend. Luis verstehe seine Gefühle selbst nicht, denn Mo war derjenige, der ihn dazu ermutigt hatte, zu sich selbst zu stehen, und ohne ihn hätte er sich das vermutlich nie getraut. Doch Jonas findet für den gebrochenen Jungen genau die richtigen Worte. Du willst immer, dass alle happy sind. Darüber vergisst du meistens sogar dich selbst. Leben können sich eben verändern, aber das bedeutet nicht, dass es schlechter wird. Moritz kann die Trennung nicht hinnehmen und geht zu weit. Der frisch verlassene Moritz ist völlig verzweifelt. Das kann es doch nicht gewesen sein. Er stattet Luis noch einen letzten Besuch ab. Moritz bittet Luis um eine letzte Chance, doch der blockt ab. Als er seine gepackte Tasche sieht, wird ihm klar, dass Luis zu Adam nach Graz will. Moritz verfällt in Panik und setzt Luis mit einem Fragenhagel unter Druck. Völlig außer Kontrolle drückt er Luis gegen die Wand, küsst ihn und berührt ihn. Luis kann Moritz von sich wegstoßen und beide schauen sich schockiert an. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.